Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück hier in unserem Aquapark. Und wir haben ja beim letzten Mal hier diese schicke Insel gebaut. Die gefällt mir echt ganz gut so von der Form, wenn ich mir die jetzt mal von hier oben so angucke. Also das ist schon sehr nice. Und apropos Form, es hat sogar jemand einen Namen für diese Insel sozusagen in die Kommentare geschrieben. Aufgrund der Form. Ich habe ihn nur leider gerade vergessen. Ich glaube Hufeisen war es. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich blende auf jeden Fall den Kommentar mal eben ein. Und ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass wir jede Insel mit einem Namen versehen. Diese hat jetzt ja schon einen Namen. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen Namen für diese Insel hier, wo die Iguanodons hausen. Also, guck mal, was machen die denn da? Stellen sich alle in der Reihe auf. Ich finde die Idee cool. Also schreibt mir auf jeden Fall Inselnamen auch in die Kommentare. Und heute stehen sogar einige Sachen auf unserer To-Do-Liste. Unter anderem wollen wir natürlich diese beiden Gehege hier besiedeln, unter anderem mit einem Spinosaurus und mit, das weiß ich noch gar nicht genau, da muss ich nochmal in die Kommentare schauen und dann werde ich mich entscheiden, was ich da in das andere Gehege mache. Also hier mache ich auf jeden Fall zwei Spinosauren rein und in das andere muss ich mal schauen. Und es stehen natürlich noch viele weitere Dinge an, zum Beispiel möchte ich ganz gerne, möchte ich ganz gerne hier vorne noch so ein Türmchen bauen, womit man dann eine super Übersicht über beide Gehege hat. Also das will ich auf jeden Fall heute auch noch machen. Und ich muss auf jeden Fall noch eine Einschienenbahnstation irgendwo hier unterbringen. Das werden wir auch noch machen. Und natürlich muss ich noch diesen Weg hier mit einem Zaun versehen und verschönern und so weiter und so fort. Und all diese Dinge, die wollen wir uns heute vornehmen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Als allererstes mache ich, glaube ich, hier diesen Turm, der sollte recht schnell gehen. Dafür müssen wir aber als allererstes mal hier die Bäume entfernen. So ein bisschen weg. So ein bisschen hier, ja. Dass es mittig ist. Und natürlich dann auch den Zaun. Oh, das wollte ich nicht. Das war der Weg. Den Zaun an der jeweiligen Stelle. Den Weg ersetzen wir mal eben. Oh, das ist ja der kleine Weg. Wie, jetzt kann ich hier keinen Weg mehr zeichnen? Doch, geht. Okay, und dann müssen wir einmal hier das Land natürlich erhöhen. Ich muss jetzt gucken, dass ich immer alles relativ mittig mache. So ungefähr. Ich glaube, das könnte schon reichen an erhöhtem Land. Ja, ich denke, das sollte reichen. Und dann holen wir mal den Turm raus und gucken mal, dass wir den einigermaßen mittig hier auf die Fläche bekommen. So ist das schon relativ gut. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache das so ein bisschen so. Von der Schräge her. Ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Dann platzieren wir den mal. Und dann müssen wir gleich anfangen, hier die Wege zu ziehen. Aber bevor ich das mache, mache ich mir mal ganz kurz hier so ein kleines Zaunstück. Das benutze ich immer als Hilfslinie für die Wege. Und zwar, weil man muss ja die Wege immer ungefähr hier anfangen. Dann fängt man an zu zeichnen. Ich mach mal jetzt schon mal. Wieso kann ich den jetzt hier nicht bauen? Baukosten verbaut, das ist nicht gut. Bin ich jetzt zu nah rangegangen? Ich glaube, ich bin zu nah rangegangen. Müssen wir das mal neu machen. Ich komme da irgendwie nicht um die Kurve. Muss ich ein klein bisschen mehr Abstand nehmen. So müsste schon fast reichen. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Perfekt. Jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir es hier einigermaßen sauber hinbekommen. So passt das eigentlich. Dann fülle ich hier die Fläche gleich aus. Und natürlich müssen wir auch noch an den anderen Stellen am Rand entlang bauen. Das war ein bisschen zu nah. Könnt mir jetzt ja mal dabei zuschauen, wie ich das immer mache. Die Stelle hier ist ein bisschen knifflig, muss ich sagen. Aber so passt das schon. Nice. So sieht das aus, liebe Gäste. Aber schon mal so. Ah, die Schräge hier ist immer tatsächlich das Schwerste. Besonders wenn man hier schon so Wege hat, dann wird das immer sehr, sehr knifflig, weil dadurch blöde Einrasspunkte entstehen. Aber oh, das ist auch noch nicht ganz perfekt. Auch nicht. So, jetzt haben wir es. Das sollte passen. Und dann müssen wir auch noch hier uns irgendwie was einfallen lassen, wie wir das am besten machen. Machen wir das hier auch mit so einer Rundung? Ich würde fast sagen, wir machen das so. Müssen wir mal schauen, wie das dann
vom Platz her aussieht. Eigentlich ganz cool. Ich würde sagen, wir füllen jetzt mal die Fläche hier eben aus. Sieht ja recht fix. Und dann können wir uns schon hier dem Zaun widmen. Den müssen wir dann hier auch nochmal eben ein Stückchen entfernen. Und dann fangen wir an mit einem kleinen Zaun. So, bis zur bis zum Kurvenanfang sozusagen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es hier vernünftig rumkriegen. Haben wir schon wieder doofe Einrasspunkte. So, perfekt. Und dann das Stückchen hier noch. Perfekt. Seht ihr, das klappt ja schon ganz gut. Und hier machen wir das gleiche Spiel nochmal. Zaun bis zum Kurvenanfang. Gehen wir hier in die Ecke. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, der Bogen wird ein bisschen schwieriger. Ah, da bin ich nicht weit genug bis zur Ecke gegangen. Weil da werde ich nicht drum kommen. Da muss ich noch ein bisschen etwas weiter vorgehen. Dann das Ganze verbinden. Genau, so wollte ich es haben. So sieht es gut aus. Damit haben wir das hier schon verbunden. Natürlich fällt das hier noch alles vom Weg her ein wenig ab. Das muss ich nochmal eben ein Stückchen erhöhen. So. Sieht das hier aus. Ich will das allgemein noch hier so ein bisschen, auch wenn dadurch ein bisschen mehr Fläche verloren geht. Aber ich will, dass es ein bisschen natürlicher aussieht. Wow. Mach mir gerade alles kaputt hier. Aber hier können wir ja nochmal easy überglätten. Ohne Probleme. Das sieht ja schon gut aus. Hier muss noch höher. Ich gerade. So, wenn wir jetzt hier mit dem Glättentool nochmal rübergehen, dann sollte das soweit passen. Sieht gut aus. So. So. Wunderbar. Und dann würde ich schon fast sagen, dass wir hier noch ein paar Bäume platzieren. So. So. Und hier ein paar Büsche vor. Und dann soll das Ganze schon ausreichen eigentlich. Noch ein paar Büsche ins Wasser. Und dann haben wir unseren Turm stehen. Sieht optisch nice aus. Und ich hoffe, die Sicht ist auch gut. Ja, die ist super. So wollte ich es haben. Man kann rechts auf das Gehege schauen und links aufs Gehege. Also perfekt, der Turm. Und damit würde ich sagen, gehen wir zu unserem nächsten Punkt über. Der nächste Punkt auf meiner Liste. Ich würde mich jetzt am liebsten erstmal eben der Einschienenbahnstation widmen. Und die würde ich irgendwo gerne hierhin machen. Und das hat den Sinn, weil ich später die Strecke irgendwo hier hinten lang führen lassen will. Beziehungsweise ich könnte sogar eventuell die Strecke hier lang führen. Ich frage mich gerade, wie das aussehen würde. Ich schaue mal eben ganz kurz. Das probieren wir mal eben aus. Nehmen wir mal so rein von optischen. Aber eigentlich geht das gar nicht, ne? Weil dadurch geht voll viel Sicht verloren. Weil ich würde mir hier die Sicht verbauen. Und hier vorne auch. Also hier vorne lang kann ich gar nicht gehen. Wir müssen auf jeden Fall hinten lang gehen. Wir müssen halt immer gucken ein bisschen, weil wir so viele Türme haben mit Aussicht, dass wir die nicht zubauen. Ich würde sagen, wir platzieren die einfach mal hier. Ich erhöhe mal. Einfach erstmal großzügig. Die Stelle ist an sich gar nicht so schlecht, weil das Wasser hier relativ breit ist. Müssen wir einmal den Zaun entfernen. Na, komm schon. So. Und dann können wir das ganze Ding mal eben platzieren. Ich glaube, ich werde da auf jeden Fall relativ nah an den Weg gehen, um möglichst viel Platz zu sparen. Ich denke mal, ich mache das ungefähr so. Ja, das sollte passen. Und mit dem Zaun müssen wir leider nochmal eben warten, bis jetzt letztendlich hier das Ding fertig gebaut ist. Weil sonst sehen wir nicht richtig, wo wir den Zaun platzieren müssen. Das Gebäude können wir dann ja noch nicht richtig erkennen. Aber ich würde sagen, wir können schon mal hier das Wasser wieder anpassen. Ich will tatsächlich auch gar nicht das so nah daran bauen. Dann sieht das so unnatürlich aus. Und ist so eckig an dem Gebäuderand abgebrochen wird. So passt das eigentlich. Und seht ihr, hier sieht das auch schon wieder ganz, oder was heißt ganz, ein bisschen künstlich aus. Können wir auch noch so einen Übergang schaffen am besten. So. Ja, das sieht doch ganz nice aus von hier aus. Geht auf jeden Fall klar. Ist das noch irgendwie hügelig oder so? Ja, hier so ein bisschen, ne? Könnten wir nochmal eben mit dem Glättentool ein bisschen anpassen.
auch nochmal eben ein bisschen rüber, darüber. Zack, und dann gucken wir mal eben. Okay, das geht auch auf jeden Fall klar, wenn wir hier gleich noch ein paar Büsche und so machen. Also ich denke, das, ja, das geht. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal eben schnell den Zaun hier wieder fertig. So. Und. So. Ich meine, hier ist jetzt nur noch so eine kleine Schwingung drin. Vielleicht sollte ich. Ich sollte den Zaun schon dieser Schwingung anpassen. Das ist irgendwie. Das ist irgendwie. Nee. Nee, das ist gut. Ich hatte gerade gedacht, links wäre das irgendwie noch uneben, beziehungsweise hügelig. Aber das passt soweit. Komm, gib mir jetzt hier keine Einrastpunkte, doofe. Seht ihr, jetzt haben wir es etwas besser angepasst. Sehr schön. Gefällt mir gut. Dann machen wir hier noch den ein oder anderen Baum und Busch hin. Dann haben wir auch das hier abgeschlossen. Weil hier vor wollte ich ja gar keine schon machen, ne? Aber da mache ich wieder Bäume hin. Weiß nicht, ob ich hier noch was hin platzieren sollte. Aber warum nicht, ne? Machen wir hier noch so ein bisschen Gras. Und dann sieht das eigentlich schon ganz cool aus. Die Strecke, wie wird die später verlaufen dann? Ich kann ja mal eben so ein bisschen skizzieren, wie ich mir das vorstelle. Also, entweder... Also ich glaube, ich will auf jeden Fall das so ein bisschen... Nee, nicht so. Ich zeichne das mal eben erstmal von hier aus. Dann kann ich das ein bisschen besser machen. So auf jeden Fall. Dann müssen wir... Wie kommt man eigentlich am besten in dieses Tool wieder rein? Da gibt es doch bestimmt eine Tastenkombination für, oder? Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, ist jetzt hier ein kleiner Knick und so, aber ich denke, das soll uns nicht weiter stören, weil das werde ich später eh nochmal ein bisschen ändern. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir das ganze Ding ungefähr dann so ungefähr so, aber Nee, das können wir gar nicht machen. Ich verrate euch auch, warum. Also vor dem Hotel lang können wir nicht. Ich zeige euch das mal eben, warum nicht. Und zwar liegt das daran, weil ich glaube... Ja, das habe ich mir gedacht. Wenn wir hier vorlang gehen, haben wir komplett uns die Sicht von dem Hotel zugebaut. Das möchte ich nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hinter dem Hotel lang bauen. Das heißt, wir machen mal eben nochmal das Stück hier auch weg, weil das ist ein bisschen zu lang. Damit kann man nicht gut arbeiten. So. Mal so. Und dann irgendwie vielleicht so hier hinterlang und dann so weg. Das könnte doch schon ganz gut aussehen. Man könnte allerdings auch, ich meine, die Kurve ist jetzt hier nicht ganz nice, aber das könnte man ja noch machen. Man könnte allerdings auch, was wahrscheinlich noch besser aussehen würde, lass das nochmal eben ab. Das ist jetzt nur, um euch zu zeigen, ne, als Beispiel, was man machen könnte. Ihr könnt dann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefällt. Man könnte allerdings auch das Ganze hier mittig auf dem Wasser langführen. Ist wahrscheinlich die schönere Variante. Ich meine, dazu hat man ja das Wasser. Sieht wahrscheinlich im Endeffekt schöner aus, oder? Wenn man das so macht. Ihr könnt es mir ja auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Ob man es jetzt hier langführt oder hier auf dem Rasen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber das Ding ist, ich kann das jetzt hier auch noch gar nicht verbinden, weil ich möchte hier gar keine Verbindung haben. Weil die Strecke im Endeffekt eh nochmal komplett anders wird. Wahrscheinlich wird der Weg oder die Schienenstrecke wird wahrscheinlich hier hinten lang gehen, zu einer anderen Insel. Und dann von da aus irgendwie hier hin und dann von da aus hier hin und ja, mal gucken, ne? Also ich werde das jetzt erstmal so stehen lassen, wie es jetzt ist. Und wenn dann die anderen Inseln stehen und die anderen Einschienenbahnstationen stehen, dann gucken wir mal, wie wir das Ganze dann verbinden. Und der nächste Punkt auf der To-Do-Liste, ein Punkt, auf den ihr alle sicherlich schon wartet, und zwar die Dinosaurier für unsere beiden Gehege hier links und rechts. Können Sie mal von oben anschauen, also die sind beide eigentlich relativ groß. Ich sehe gerade, hier habe ich noch gar keine Futterspender drin, das machen wir mal eben schnell.
Weil es kommen auf jeden Fall in beide Gehege Fleischfresser. So viel ist schon mal sicher. Ich überlege gerade, wo packen wir das denn am besten hin? Hier ist eigentlich ganz gut. Oder Ziegenfutterspender ist ja egal, der muss einfach nur versteckt sein. So. Und dann passt das schon mal, das ist gut. Und in das linke Gehege, was etwas größer ist, packen wir auf jeden Fall Spinosauren. Haben sich auch viele von euch gewünscht, zu Recht. Weil der Spinosaurus ist natürlich hier für einen Aquapark ein Muss. Ne? Also der hat ja viel im Wasser gelebt, beziehungsweise am Wasser. Hat auch Fische gefressen und so weiter. Und deswegen gehört er auf jeden Fall hier in unseren Aquapark. Wir schauen mal eben in die Modifikation noch rein. Da nehme ich auf jeden Fall... Ach, was ich noch dazu sagen muss. Der Spinosaurus ist natürlich auch mein Lieblingsdinosaurier von Jurassic World Evolution. Hat man ja auch in meinem Top 5 Fleischfresser-Video gesehen, was ich auch mal für euch unten in der Beschreibung verlinke. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch gerne angucken. Und mein Lieblingsskin ist das Regenwaldmuster. Das werden wir auch auf jeden Fall machen. Dann gucken wir nochmal eben in die sozialen Anforderungen. Die sind soweit schon in Ordnung, weil ich möchte nur 2 Stück machen. Dann gucken wir nochmal ins Habitat. Enger Raum 3.0, sicher, sicher. Und dann kann das Ausbrüten schon beginnen. Kostet ja nur 6 Millionen, Schnapper. Und noch einen zweiten und den machen wir... Es ist, glaube ich, auch irgendein Skin neu dazugekommen. Kann gut sein, dass das dieser hier ist. Kann das sein? Dschungelmuster. Irgendeiner ist dazugekommen wegen, ich glaube, einem Charity-Stream von Frontier oder sowas. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Wir machen einfach mal den Dschungelmuster-Skin und gucken dann mal, welcher das ist. Ob ich den schon kenne oder nicht. So, und in das andere Gehege haben auch sehr, sehr viele von euch geschrieben. Fleischfresser, bleibt ja nicht viel Wahl. Baryonyx oder Suchomimus. Da wir den Baryonyx schon im Safari-Park gebaut haben, würde ich sagen, machen wir hier den Suchomimus. Der befindet sich auch irgendwo hier in der Nähe. Da ist er. Auch ein cooler Dinosaurier. Auch sehr krokodilsähnlich und deswegen passt er auch sehr gut in den Aquapark. Gucken wir auch mal hier Soziales. 1-2, perfekt. Und Grasland. Ich meine, Habitat natürlich. Enger Raum 3.0, sicher, sicher. Und welche Skins nehmen wir hier? Das ist eine gute Frage. Ich finde tatsächlich den Standard-Skin von dem Suchomimus ziemlich gut. Ich weiß aber jetzt nicht, wie die anderen aussehen. Wir können jetzt mal random einen auswählen. Wir können ja mal das nehmen, was passt. Sumpfmuster. Haben wir beim Spinosaurus... Nee, da haben wir Dschungelmuster genommen, ne? Dann machen wir doch hier auch mal Dschungelmuster. Dann gucken wir mal. Bin ich sehr gespannt. Und ja, während die 4 jetzt brüten, würde ich sagen, widmen wir uns dem nächsten Punkt auf der To-Do-Liste. Der nächste und letzte Punkt ist ja hier dieser Weg. Da müssen wir mal eben... Mal erstmal hier diesen... Ach du Scheiße, ist das steil. Hier müssen wir natürlich eben einmal ein bisschen gegenarbeiten. Es kann ja nicht sein, dass die Leute hier so steil runterlaufen. Ist ja nicht so cool. So. Ist ja echt blöd, dass diese Tools immer so riesige Kreise haben. Ne? Ich meine, guck mal hier, wie groß dieses Ding ist. Und das ist einfach die kleinste Größe. Also wirklich feine Arbeiten kann man damit nicht machen. Ich kann nur so einen Grobmotoriker mitarbeiten. Aber egal, wir machen das schon. So, will ich hier mal einmal den Zaun erstmal komplett entlang. Und dann gucken wir mal. So, das letzte Stück. Wir sind fast bei unserer Brücke angelangt. Und bis zu dieser Brücke werden wir das auf jeden Fall erstmal machen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Weg hier am Rand überhaupt noch weiterführen oder nicht. Da bin ich mir auch noch nicht sehr sicher. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass ich diese Wege ja lieber nicht machen soll, weil die zu viel Platz verschwenden. Das stimmt schon, dass die viel Platz verschwenden, aber ich finde die ganz cool, muss ich sagen. Und platztechnisch wird das sowieso sehr eng. Wir müssen mal gucken. Vielleicht müssen wir später auch noch den einen oder anderen Weg entfernen, das weiß ich noch nicht. Da bin ich auch noch sehr gespannt. Ich hoffe nicht, weil ich die eigentlich ganz cool finde. So, der Zaun ist gezogen. Oder findet ihr die Wege nicht nice? Also ich finde die ganz nice, dass es hier so am Rand sozusagen nochmal einen Weg entlang geht. Finde ich cool. Ich meine, guckt euch das Ganze doch mal an hier. Sieht doch schon ganz cool aus. Also gefällt mir wirklich gut. Hier hinten muss auch noch unbedingt irgendwas hin. Das sieht sehr, sehr leer aus. Mal so von oben geguckt. Das ist schon cool. Also wir haben halt echt erst 3 Gehege und der Platz wird schon eng. Wir haben höchstens noch Platz für 2 Inseln hier.
Eieiei, so ein Wasserpark ist halt echt schon huiuiui. Nicht einfach. Ich hoffe, irgendwann kann man irgendwie ein größeres Gebiet bebauen, weil dann würde ich gerne mal so einen riesigen Park machen, wo wir ja wirklich alle Dinosaurier drin haben im Endeffekt. Und ihr seht gerade schon, unsere Dinosaurier sind ausgebrütet. Die lassen wir gleich mal frei. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal nochmal eben hier. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier machen. Ich würde gar nicht sagen, dass wir hier so viele Bäume hinmachen. Ja, nach und nach schlüpfen sie gerade alle. Das ist schön. Den einen oder anderen Baum können wir hier vielleicht noch unterbringen. Ja, so einen kleinen Baum. Hier in der Schräge, wo mehr Gras ist. Da können wir auf jeden Fall mehr Bäume machen. Vielleicht kriegen wir hier hinter auch noch den einen oder anderen Baum. So, das sieht doch schon ganz ordentlich aus hier. Vielleicht noch hier ein Bäumchen hin. Ja, nach und nach schlüpfen sie gerade alle. Na, das ist nicht cool. Der muss wieder weg. Ach, jetzt ist natürlich der kleine Baum auch verschwunden. Ach, wie schade. Wie kriegen wir den wieder hin? Da ist er wieder. So. Ja, hier kriegen wir leider keine guten Bäume hin. Der gefällt mir jetzt zum Beispiel auch nicht. Der ist mir zu weit im Wasser. Ich würde fast sagen, dass wir es erstmal so lassen. Ja. Vielleicht können wir hier nachher nochmal rüberarbeiten. Das sieht jetzt nicht ganz so nice aus. Aber Hauptsache, der Weg ist erstmal ein bisschen versteckt. Das passt, denke ich mal. Sieht irgendwie komisch aus hier mit nur dem einen Baum. Ich glaube, ich mache hier gar keine Bäume hin. Das könnte sogar besser aussehen. Wenn ich ehrlich bin. Wenn wir einfach nur hier so Büsche machen. Ja, warum nicht? Hat man mal so eine Stelle, wo nicht alles bewaldet ist. Und ja, der Weg ist dann jetzt auch erstmal abgeschlossen. Dann würde ich sagen, lassen wir die Dinosaurier frei. Yay, endlich wieder Dinosaurier freilassen. Ist ja auch schon ein bisschen her wieder. Und wenn ich jetzt mir den Industriebereich hier nochmal so angucke, ne? Ich habe ja gesagt, ich will den nochmal überarbeiten. Aber eigentlich gefällt der mir schon ziemlich gut, muss ich sagen. Sieht schon nice aus. So mit den Flächen und so, das ist schon ganz gut gelungen. Wäre natürlich cool, wenn der Zaun hier komplett rumherum wäre. Allerdings, ja, guck mal, hier könnte ich den sogar noch lang führen. Es wird aber hier hinten sehr, sehr eng und kritisch. Vielleicht kann ich den Zaun ja nochmal hier so bis in den Wald führen, dass man den Anfang nicht sieht. Aber an sich ist es schon okay. Aber ist jetzt auch egal, wir lassen jetzt die Dinos erstmal frei. Und wir fangen an bei den Spinos. Kommt. Mein Lieblingsskin für den Spinosaurus. Lassen wir ihn frei. Let's go. Ach, herrlich. Ich liebe den Spino. Echt ein sehr, sehr cooler Dinosaurier. Und guck mal den Skin an. Also, der sieht echt so nice aus. Also, der ist wirklich perfekt für einen Aquapark. Auch so richtig schön blau in Wasserfarben. Also, wenn das nicht der perfekte Dinosaurier ist für unseren Park, dann weiß ich auch nicht. Und natürlich denkt daran, für jeden Dinosaurier, den ich hier freilasse, schreibt mir auf jeden Fall passende Namen in die Kommentare. Und mit etwas Glück seid ihr dann in meinem Park verewigt. Und ja, ich würde sagen, wir lassen den nächsten frei. Wir gucken uns jetzt mal alle vier gemeinsam an. Welchen habe ich da genommen? Ach ja, den Dschungelskin. Ist das der neue? Ich bin mir gerade unsicher. Kann gut sein, dass das der neue ist oder nicht. Aber der sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus, der Skin. Ja, der sieht cool aus. Schauen wir nochmal eben so. Guck mal, die Farbgebung, die ist schon nice. Die ganzen Schuppen und so. Nicht schlecht. Dann der Kopf so grün. Ah, gefällt mir. Gefällt mir. Auch sehr, sehr gut für unseren Park. Und jetzt das Problem, wir müssen jetzt erstmal eben die Dudes betäuben. Machen wir sogar mal eben selber. Habe ich gerade Lust zu. Bei so einem Spinosaurus ist es ja auch cool. Sieht man auch mal ein bisschen Gameplay hier. So. Da verstecken sie sich im Wasser. Betäubungsgewehr rausholen. Und ab in den Popo. Zack. Oh nein, er rennt weg. Noch einen hinterhergesetzt. Sehr gut. Brauchen wir drei. Perfekt. Wir haben alle drei getroffen. Ein Treffer. Der Spino ist zum Glück sehr, sehr groß. Also ist nicht so schwer, den zu treffen. Noch hier drei Treffer.
Und dann bringen wir die Jungs mal rüber in ihr Gehege. Die linke wollte ich nehmen, ne? Links oder rechts? Ich meine, hier ist mehr Wasser, aber das ist kleiner. Wir machen sie hier. Das ist, denke ich, die bessere Wahl. Hier ist noch einer. Und der kommt auch hier rüber. Da fliegen die beiden Spinos und wir können die mal aus unserem neuen Türmchen hier beobachten. Sieht auch aus. Offener Mund, die Zunge guckt so raus. Wie bei so einem Hund, der so eine Schlabberzunge raushängen hat. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Hausspino? Das dürften wir sogar alles sehen von hier aus. Das ist schon nice, ne? Dass wir hier so einen Turm haben, von dem man da ganz rüber gucken kann. Gefällt mir echt gut. Allgemein werden wir bei unserem Aquapark sehr gute Übersicht über alles haben, was ich sehr, sehr mag. Boah, da brüllen sie sich an. Und da sind sie gelandet, die beiden. Nicht schlecht. Wir können ja mal eben, guck mal. Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir schauen mal eben hier, wie viele Türme oder Aussichtsdinger wir schon haben. Hier eins, da eins. Oh, die kommen sogar von der Range hier rein. Nicht schlecht. Das heißt, die Zuschauer würden sogar wirklich das sehen. Genau wie hier vorne. Der hier ist ein bisschen. Hier, die Ecke wird noch abgedeckt. Aber an sich haben wir echt gute Übersicht hier. Ich meine, es geht mir auch gar nicht darum, dass diese Balken in den Gehegen sind. Es geht mir eher darum, dass wir selber eine gute Aussicht von diesen Aussichtstürmen haben. So. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die Spinos an, wie sie sich machen in ihrem Gehege. Oh, guck mal, der eine frisst, der andere trinkt. Die passen doch wirklich, wirklich perfekt in unseren Aquapark, oder? Und die nächsten zwei Kandidaten lassen wir frei. Die beiden Suchomimos, die warten auch schon auf Freilassung. Let's go. Das ist jetzt der Standard-Skin. Mit dem kann man nie was falsch machen. Der sieht wirklich, wirklich gut aus. Suchomimus passt auch perfekt in unseren Aquapark. Schon nice, ne? Ah, der gefällt mir gut. Auch hier natürlich wieder Namensvorschläge. Gerne in die Kommentare schreiben, freue ich mich drüber. Und dann schauen wir mal den anderen Skin an. Das ist, glaube ich, auch Dschungel, ne? Ja. Ein roter Skin, habe ich ja noch nie gesehen. Den kenne ich ja gar nicht. Der ist ja cool. Das wusste ich gar nicht, dass es so einen roten Skin gibt. Der sieht ja mal übel nice aus. Also der ist ja mal richtig knallig und auffällig. Also die beiden Dudes sind auf jeden Fall farblich gesehen echt cool und die unterscheiden sich auch echt krass. Da könnt ihr sicherlich coole Namensvorschläge für in die Kommentare schreiben. Kann man ja so ein bisschen auf die Farben beziehen. Und auch hier würde ich sagen, rufen wir mal eben unseren ACU-Helikopter, der betäubt die jetzt. Und dann gucken wir mal, wenn die beiden im Gehege landen. Da kommen die beiden geflogen und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal hier von unserer gebauten Plattform an, wie das aussieht, durch den Zaun. Wie so ein Zuschauer hier so in erster Reihe. Es qualmt ganz schön. Ich bin sehr gespannt, wenn die beiden gleich landen. Da kommt schon der Rode. Der hat aber auch eine knallige Farbe, ne? Der ist echt mega auffällig. Mega cooler Skin. Ich bin ein bisschen geflasht, dass ich diesen Skin noch nicht kannte, muss ich sagen. Genau, und dann kann man hier so durchgucken. Ist doch schon nice, oder? Oh, er legt sich erstmal schlafen. Oh, da gähnt er. Erstmal müde. Schauen wir doch mal eben. Der eine geht auch direkt ins Wasser. Vielleicht kann er den einen oder anderen frischen Fisch da rausholen. Ich meine, das ist ja so ein riesiges Gewässer. Da wird sicherlich auch mal sich der ein oder andere Fisch hier durch den Zaun verirren. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es sowas geben würde als Feature. Würde ich mir gerne angucken, wie so ein Suchomimus dann Fische jagt. Aber die beiden passen auch ganz cool hier in das Gehege. Der ist echt sehr auffällig, ne? Das ist heftig. Ist auch das Alpha-Weibchen. Na komm, steh auf. Okay. Boah, die Aufstehanimation ist ja auch interessant. Sehr, sehr schwerfällig.
Guck mal, jetzt können die sich sogar durch die Zäune beobachten, wenn sie das wollen. Wenn man dann hier so rüber guckt. Jetzt sieht man natürlich die Spinos nicht, da hinten. Da läuft er. Und damit haben wir unsere beiden Gehege mit Dinosauriern besetzt. Sind hoffentlich alle glücklich. 100%. 100%. 100 und 100. Und ja, die To-Do-Liste für diese Folge habe ich tatsächlich heute abgearbeitet. Ich will jetzt auch gar nicht unbedingt eine neue Insel anfangen in dieser Folge. Kann gut sein, dass diese Folge etwas kürzer ist als die anderen Folgen, dann seid mir nicht böse. Ist sowieso immer sehr, sehr schwer. Oh, jetzt schläft der nächste. Ist sowieso immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, da ich immer sehr viel rausschneide und sowas. Also, ja. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Falls euch das Projekt gefällt und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und denkt an die Namensvorschläge, denkt an allgemeine Vorschläge für die Inselnamen gibt es noch. Könnt ihr noch Vorschläge reinschreiben auf jeden Fall. Und auch so Tipps und Tricks und sowas lese ich mir immer alles gerne durch. Und auf viele Kommentare antworte ich auch immer, zumindest wenn ich es zeitlich hinbekomme. Und damit bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.